Blick von der deutschen Werft um 1965. Moin, das ist Hamburg damals, der Kanal, wenn es um die Geschichte der Stadt Hamburg geht. Abonniere den Kanal, like, kommentiere und share das Video. Rechts ist die Überseebrücke zu erkennen. Im Vordergrund ist die Willi Huber, dahinter die Nordholm. Die deutsche Werft wurde 1918 auf Initiative von Albert Baling gegründet. Das Gründungskapital von 10 Millionen Mark kommt von einer guten Hoffnungshütte, der AEG und der Habak. 1968 fusionierte die deutsche Werft mit den Howaldtswerken zur HDW. Auf diesem Kanal findest du täglich Einblicke in die hamburgische Geschichte. Vergesse nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu teilen.